Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder etwas Neues auf meinem Kanal. Und zwar habe ich mir gedacht, ich reacte heute mal auf ein Video. Und zwar habe ich ein Video gefunden mit den 11 krassesten bzw. besten Tore, die jemals im Training von Fußballern gemacht worden sind. Und wundert euch übrigens nicht wegen meiner Stimme oder irgendwas. Ich bin ziemlich krank, aber habe mir gedacht, ich muss trotzdem irgendein Video machen. Und ja, wenn ihr die Idee feiert, dass ich auf irgendwelche Videos reacte, lasst doch auf jeden Fall mal ein Like da. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Let's go! So, dann würde ich sagen, starten wir auch schon mit dem Video die 11 kreativsten Tore im Training. Und es geht auch schon los mit dem ersten Tor von Lionel Messi. Ja, gut, kenne ich. Kennen vielleicht ein paar andere Leute von euch auch. Ich würde sagen, 2-0 für Messi mit einem Ball zwei Tore geschossen. Muss man erstmal hinkriegen. Wenn ihr so ein Tor schon mal geschafft habt oder ein Tor, was jetzt auch noch in dem Video kommt, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und jetzt sind wir auch schon beim zweiten Tor. Wesley Sneijder. Rasur. Ich weiß gar nicht, ob man den so ausspricht. Wesley Sneijder, stimmt das so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall für die Niederlande. Ziemlich nice Tor. Drittes Tor von Ibrakadabra und oh shit. Es ist ein stabiles Tor. Schaut mal bei dem oben auf den rechten Fuß. Macht er das mit der Außenseite oder mit der Fußspitze? Ich habe keine Ahnung, wie, mit was er das Tor quasi macht hier. Auf jeden Fall auch ziemlich nice das Tor, würde ich sagen. Jetzt sind wir beim vierten Tor von Neymar Junior. Ja, okay. Ich habe das auch schon ziemlich oft geübt, so hinterm Tor einfach den Ball irgendwie versuchen reinzudrehen. Kann ich mittlerweile auch, aber so krass wie er nicht, weil er lässt ja den Ball von ziemlich weit hinten ziemlich krass nach vorne springen. Also muss man auch erstmal schaffen, aber ich meine, teuerste Spieler der Welt. Sollte sowas auf jeden Fall schon mal können. Und jetzt fünftes Tor von Isco und oh shit. Das kenne ich noch gar nicht. Einfach Abwurf von Keylor Navas wahrscheinlich und dann direkt per Hacke rein ins Tor. Nicht schlecht. Und jetzt Jethro Williams. Ja gut, wenn man den Ball so trifft, dann würde ich sagen, hat man ein geiles Tor. Aber das kann man auf jeden Fall nachmachen. Ist jetzt nicht so krass, aber trotzdem stabil. Und jetzt schon das siebte Tor. Martin Montoya. Oh shit. Es ist jetzt kein Tor, aber in einem Basketballkorb zu treffen ist, glaube ich, noch viel schwieriger als in der Tor, weil es einfach so mini ist, aber achtes Tor von Gareth Bale und das sieht, glaube ich, richtig geil aus in Slow Motion. Hier der weltbekannte Zeitfallzieher von Gareth Bale im Training. Finde ich ein richtig krasses Tor. Und jetzt Ibrahim Afelli vom PSV. Das Tor kenne ich nicht. Oh shit, richtig geiles Tor. Ich glaube, der Trick ist richtig schwierig, den nachzumachen. Da muss man schon ein richtig guter Fußballer sein. Auf jeden Fall, wenn euch diese Video-Idee gefällt, wenn ich so auf Videos reacte, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben und schreibt gerne in die Kommentare, welches Video ich als nächstes reacten soll. Und jetzt von Lionel Messi wieder mal. Ja, in das kleine Tor wieder treffen. Ja, okay. Ich meine, von der einen Seite ins andere sollte man auf jeden Fall schon mal treffen als Weltfußballer. Ich meine, viermal Weltfußballer, da kann man sowas auf jeden Fall mal machen. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch schon beim letzten Tor, beim 11., oder? Ja, letztes Tor von Serdar Shaqiri von Inter Mailand. Oh shit, Oh shit. Richtig geiles Tor, da gönnen wir uns auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung. Rasur, das war's auch dann schon mit dem Video. So Leute, das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und schreibt gerne in die Kommentare, auf welche Videos ich als nächstes reacten soll. Vielleicht die krassesten Torwart-Saves. Vielleicht die krassesten Tore, die jemals in Spielen gemacht worden sind. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wozu ihr dazu noch mehr Videos sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein Leute. Ich muss wieder jemanden grüßen. Vergesse ich immer am Schluss, dass ich noch jemanden grüßen muss. Auf jeden Fall Grüße gehen raus an den Nils Wilder. Der hat mir geschrieben. Ich verlinke das einfach mal hier oben, glaube ich. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, dann grüße ich euch. Und eine Sache muss ich auch noch anwenden. Mir hat jemand gesagt, ich soll sagen, Thomas, also sein Member von den Famous Go hier, du bist schlecht in Minecraft. Hat mir auch jemand geschrieben. Ganz geiles Kommentar. Kann ich auch mal hier einblenden irgendwo. Und ja, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Ciao.